Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Rocket League mit dem Big Mann. Und dem Indoriva, Alter. Bäh, und schon wieder alles so PS4-Spieler. Schon wieder, Alter. Okay, ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Achso. Hab ich grad gesagt. Ja. Da war die Abstimmung mal gar nicht gut. Oh, Entschuldigung. Da war die Abstimmung mal richtig scheiße. HSV 8 Chiller. Ist Hamburger. Ich bleib vorne. Sehr schön, Böll. Nein! Das war ein kleiner gesanglicher Einstimmungston. Fuck. Oh Gott. Wow. Das gibt's doch nicht. Warte mal, guck mal zu gucken. Oh, sonst. Schade. Das ist halt... Alter, wie ich ganz hinten stehe. Der ist schon wieder drin. Ups, sorry. Immer rasiert. Was? Immer rasiert, einfach alles weg. Ja, hallo, man muss auch mal anders sein und nicht immer nur... Ach, schade, wäre der jetzt nicht da gewesen. Ja, dann hätte ich so schön den Ball gemacht, ey. Schade. Boah, meine Stimme, ey. Nochmal Glück gehabt, ey. Das wäre jetzt so nice, Börje. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also auch schon in der letzten Folge. Richtig nice. Das müssten wir echt mal machen, ey. Um, sagen wir mal, Rocket League oder bei anderen Folgen, wenn du oder wenn ich irgendwas richtig Geiles gemacht habe, so ein Multikill-mäßiges, so mit tiefer Stimme, so Big Mana. Was ist so, ne? Und das dann in die Videos einfügen. Weiter weg! Boah, was ist das für ein Typ? Ich hab leider nicht getroffen, tut mir leid. Nicht du, der Typ. Der Papito, oder wie heißt der? Ja, irgendwie. Pinocchio. Pinocchio. Ja, Papito. Ist das nicht ein Italiener? Das ist auch wieder ein italienischer Name, glaube ich. Oh, Börje! Nein! Ja, er ist raus. Aber dafür haben wir einen Salite bekommen. Ach, ist auch ein Wort. Oh, fuck. Na, ist egal. Ich bleib hinten. Ach Gott. Warte mal vorne, Bill. Ich bleib kurz hinten, ja. Ja, warte. Oh, fuck. Aber wir haben jetzt einen Typen wieder drin. Nein. Was war das denn? Ja, ich dachte, der Ball... Guck mal hier, warte. Und ich dachte, ja. Das ist so die Entscheidung. Es, hat auch der Oliver Kahn schon mal gesagt in seinem Film. Den ich natürlich geguckt habe, den Film. Auch wenn ich kein Oliver Kahn-Fan bin, aber ich wusste an dem Tag nicht, was ich gucken soll im Fernsehen. Oder bei Amazon, eher gesagt. Und habe ich mir den Lebensgeschichte von Oliver Kahn angeguckt. Da hinten. Aha. Immer, gut. Dann müsste der Papito, wie hieß der nochmal? Wie heißt der jetzt unser Last Chicken? Latex schicken.
vor. Latex schicken, Alter, stell ich mir gerade so vor, Alter, wie er vorm Computer hockt und hat ein Latex-Kostüm als Schicken, Alter. Pervers, Alter. Aber mal richtig SM, Alter. Boah, wie er da sitzt, Alter. Das kann ich mir so gut vorstellen, Alter, wie das ausschaut, ey. Oh, scheiß die Wand an, Alter. Schönes Ding, Alter. Komm, ich bin durch dich. So. Okay, wieder mit dabei am Spiel. Sehr schön. Oh, das verstehe ich nicht. Das ist doch krank. Da macht der ein Tor und verlässt das Spiel. Um so zu zeigen, so, ich habe jetzt ein Tor gemacht, jetzt kann ich weggehen. Ja, bleib hin. Okay. Okay, dann bleib ich hin. Dieser behinderte Bot kriegt natürlich den ersten Ball. Ich hatte Freibahn geradeaus auf das Tor. Dann beweise ich mich nochmal. Mich weggerutzt, ey. Wenig mehr, aber trotzdem. Wir haben jetzt. Wir haben immer den Bot drin, okay. Ja, ist egal. Immer noch gleich ein Match. Man kann nicht immer alles gewinnen, ey. Oder verlieren. Das stimmt. Das ist mal das Schöne halt bei so einem Spiel. Ich hoffe, wir würden alles immer nur gewinnen. Das ist langweilig. Ich habe zwar natürlich nichts gerissen in dem Spiel, das alles. Aber gut. Na ja, gut, jetzt hüpfen sie wieder. Wir haben gewonnen. Ja, nee. Die wissen es vielleicht noch gar nicht. Oh, ich habe eine Sherlock Holmes Mütze gefunden. Natürlich kaum. Natürlich, dass der Bot mitspielen möchte. Okay, die wollen glaube ich nicht. Ja, doch, doch. Sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen nicht den Bot jetzt. Dann kriegen wir sowieso. Weißt du nicht. Könnte auch sein, dass jetzt noch ein anderer Spieler noch besucht wird und gefunden wird. Aber... wir kriegen Bot. Ja. Das dauert wieder viel zu lange. Ich hab ihn, ja, ne? Kriegen Bot. Ich hab Lust zu sehen. Oder? Bot? Ja. Bot ist weg. Wir haben Tony. V17. Hä? Hatten wir nicht gerade auch schon V17 Typen gehabt? Nee, V7. Wir haben Tony V17 haben. Hä, warte mal. Ach, die Gegner. Und wir haben Uma. Uma, ja. Furman. Nee, aber Uma Furman wird anders geschrieben. Also nicht diese Uma von Kill Bill. Nee, ist er auch nicht. Aber ist ein Steam-Spieler. Was war das? Ein Experte, ne? Guck mal hier, warte! Er ist ein Experte, der kann Alter. Das. Alter! Der kann das. Boah! Ich glaub, richtig hin. Nice, okay. War doch ein guter Experte, ey. Scheiße. Oi. Was denn? Ja, der ist wirklich gut. Ah, schade. Wäre da nicht drankommen, wäre der Ball reingegangen von dir, Boy. Oh. Weißt du? Ich hab keinen Boost mehr. Nein! Man merkt sofort, wenn man gegen gute Leute spielt, Alter, da ist das Spiel ganz, ganz extrem.
Oh, wie wir beide vorbeigesprungen sind. Oh, warte. Alter, du bist geflogen, ich bin unter dir. Das ist ja peinlich. Oh, peinliche Nummer ist das. Oh, oh, ich muss zurück. Kriegt ihr den? Ja. Alter, was ist das für ein Typ? Boah, der ist gut, ey. Der ist wirklich gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, das ist jetzt zwar eine Vermutung und soll jetzt nicht irgendwie davon abwinden, dass wir halt schlechter spielen oder so. Es kann aber sein, dass man mit Controller besser spielen kann. Kann passieren, ja. Und gerade auch das Fliegen und das alles vielleicht. Ja, das kann recht sein. Wissen tue ich es aber nicht. Was? Oh, Alter, der ist gut. Der ist richtig nice. Wenigstens ein Tor, ey. Das wäre jetzt natürlich noch schön. Boah, ich bin gerammt worden. Alles klar. Jetzt kommt er wieder mit seinem... Scheiße. Nice, Oma. Dankeschön, Oma. Warum haben eigentlich PC-Spieler meistens immer dicke Autos? Weiß nicht, weil die geil sind. Ja, ernsthaft. Achte mal drauf. Oh, oh. Das gibt's nicht! Hä? Null. Ah, doch, richtig. Ah, nice, ey, mein Gott. 4 zu 0, ey, hammer schwer. Aber es macht auch nur der Typ. Ja. Die anderen kriegen Witz gebannt. Dauer Ingmar. Der ist gut, Alter. Schon wieder! Keiner im Tor! Was ist das? Was ist das, ey? Dieser Oma, das steht dann immer nur... Na, ich stand aber auch doof. Weil ich dachte halt, er macht aber gut. Boah. Jetzt werden wir mal rasiert! Ja, wie wir vorhin, ich war vor. Oh Mann! Okay. Boah, wie schnell! Die habe ich doch gerade erst gesehen! Alter, die sind voll schnell, ne? Die nutzen den Fuß, glaube ich, richtig gut, die Typen. Mhm. Boah, der Typ, der ist Hammer, der kann ich den Namen gar nicht aussprechen, ne? Im Petto. Keine Ahnung. Nee, der heißt anders. Simpler. Oh, jetzt guck, schon wieder. Wie schnell ist der denn wieder zurück? Der wendet mit, das ist ein Experte, das ist ein Expertenspieler. Boah, wie ich nur gerammt werde von dem Tony, ey. Komm, kleiner Wichser, Alter, jetzt ramm ich dich mal. Jetzt mach ich mal hier auf. Oh Gott. Oma, ich hoffe, du kannst halten. Guck da. Ich weiß, ey. Ja, spielen richtig gut. Hut ab, aber wie gesagt, es gibt halt welche, die sind halt gut da drin. Aber ich würde jetzt wieder sagen, um das ein bisschen, ne? Ich bin halt nicht so ein Opfer und spiele das jeden Tag, das Spiel, ey. Guck da. Der ist aber was. Ob du du machst was. Ja, hab ich was gemacht. Einmal hoch, funktioniert nicht. Boah, wir werden so schwindelig gespielt. Genau, ist der wenigstens ein Tor. Genau, können sie wenigstens nicht sagen, wir haben die voll abgezogen. Haben sie es trotzdem, aber halt nicht, ne? Also halt nicht richtig. Der ist gut, der Typ. Ja, muss man einfach sagen. Fahr vor. Ich möchte auch Oma platzieren. Aber leider macht Oma nichts. Das ist auch okay. Guck! Die steht im Tor! Steht im Tor! Oma kann aber auch nicht fliegen, glaube ich. Ja, die hüpft da noch nicht mal. Jetzt, ja, zu spät. Ja, die sind gut. Die sind echt auch die Verkleidung, die die haben, ist schon profihaft, ey. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die zusammenspielen, keine Randoms sind. Boah, was ist das für ein Typ? Und ohne Spaß, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, wir waren fast an seinem Tor gerade dran, an dem Gegner-Tor, und hat er trotzdem so eine Power im Flug. Das geht doch gar nicht, hä?
Oder gibt es da noch Spezialgriff wieder, den man machen kann? Also halt Boost nehmen und gleichzeitig, der ist auf jeden Fall, der spielt in höheren Riegen. Kann nicht mehr fahren, hä? Na guck, der ist... Der lädt sich den Ball gut, das ist echt Respekt. Ich glaube, die gehören zusammen. Dafür, dass man mit einem Anfänger und Veteranen nur spielt. Mhm. Heißt, es, die werden zu uns reingesetzt. Ja. Aber Respekt. Ist einfach so. Es gibt bei Counter-Strike gibt's Leute, die sind einfach richtig OP. In jedem Spiel, das ist einfach so. Aber ich sag mir halt dann immer, ich bin halt nicht so ein Opfer und spiele das den ganzen Tag, um dann so zu werden, weil, wie gesagt, da habe ich doch nicht so viel Interesse. Oma! Oh. Ja, das ist jetzt. Wow! Nee. Ich sag ja, der hat irgendwas. Gut, er hat auch bestimmt Sachen freigeschaltet, die wir nicht haben. Ja, aber der ist schnell am Ort. Hammer nice. Und damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Rocket League mit dem Big Manner. Und dem Ingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!